Reuster Mürtenkine Streckeneinführung. Habe ich das richtig ausgesprochen? Das klingt sowas von falsch. Willkommen in London, Euston, das an der West Coast Mainline im Vereinigten Königreich liegt. Die West Coast Mainline ist eine der verkehrsreichsten Mischverkehrsstrecken in Europa und eine der wichtigsten Eisenbahnstrecken im Vereinigten Königreich. Es sieht so aus, als würde eine Streckenkarte fehlen. Bringen Sie das in Ordnung, wenn Sie schon mal hier sind. Okidokili, sehr schön. Wie gesagt, wir gucken uns das mal so alles ein bisschen an. Streckeneinführung gibt es schon seit Anbeginn der Zeit gefühlt. Wir starten im Endeffekt damit, dass wir halt uns einen Bahnhof angucken, gerade natürlich etwas größeren Bahnhof, besonders hinblickend darauf, vielleicht wie die Grafik aktuell ist, aber auch die Linienführung. Und für mich war da immer wichtig gewesen, also ein Kriterium für mich, wir haben ja halt meistens immer eine Linie von 35 Euro. Wie viele Haltestellen haben wir zum Beispiel? Ich bin halt ein Fan und das ist halt natürlich jedem mal selbst überlassen, wenn jemand halt längere Strecken mag, also längere Distanzen zwischen einzelnen Bahnhöfen. Ich mag es doch eher kurz, besonders hinblickend, wenn wir mehr Haltestellen haben. Das ist natürlich immer dann ein bisschen schwierig zu sagen, ja klar, wenn wir natürlich Fernverkehr haben und Nahverkehr, unterscheidet sich natürlich ein bisschen, aber bei zum Beispiel Nahverkehr, mehr Haltestellen, da kriegen wir ein bisschen mehr für unser Geld. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Hier ist der Fahrplan. Es gibt noch mehr Aufgaben zu entdecken. Sie können Streckenkarten anbringen, Defibrillatoren auffüllen, Lieferrobotern helfen und Fußballschals finden. Okay. Folgen Sie den Markierungen, um in den Zug vor seiner Abfahrt einzusteigen. Sehr viele Haltestellen. Von A nach B geht's. Ganz einfach. London, Euston, ich nenne es einfach jetzt mal Euston oder so. London, Euston und Milton Keynes Central. Also eine Linie, groß, gar nicht irgendwie anderes Wirrwarr. Natürlich kann auch sein, dass die Linie genau so ist. Ich würde mir natürlich irgendwann wünschen, wenn es bei TSW vielleicht auch mal Streckenabschnitte gibt, wo wir mehrere Linien hätten. Ansonsten haben wir natürlich irgendwelche Sammelobjekte wieder. Ihr kennt es so ein bisschen. Wir können uns hier gleich mal hier kurz ein bisschen umgucken. Aber geil sieht das schon aus. Das sieht wirklich, also von den Lichtverhältnissen, ich finde, und das muss man wirklich immer lassen, wie gesagt, wir dürfen jetzt in Anbetracht dessen nur die drei neuen Linien vergleichen. Die werden ein bisschen frischer daherkommen. Wir arbeiten trotz alldem mit der aktuell neuesten Version der Unreal Engine 4, also der Endstufe von Unreal Engine 4. 5 ist noch nicht angesagt. Ich denke mal aber, weil man diese Spiele wieder einmal... Und das kann man positiv sehen oder negativ sehen. Man hat diese Spiele halt immer wieder nochmal auf der PS4 und auf der Xbox One veröffentlicht. Aber, oh, sehr authentisch hier auch mit der Ansage gerade. Das klang sehr schön. Wir hatten ja gerade eben schon gesehen, da waren wir ja schon ein bisschen unterwegs gewesen, hatten uns den Flixtrain angeguckt und waren nicht schon hier in England jetzt gerade eben gewesen. Ich finde auch, wir haben viel mehr Leute so auf den Bahnsteigen teilweise, also da ist ja richtig was los. Und es war vorher schon viel gewesen, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen mehr passiert. So, steigen Sie den Zug ein, betreten Sie den Mittelwagen. Können wir gleich mal machen. Wie gesagt, die Lichtverhältnisse sehen schon geil aus. Damit hat man auf alle Fälle auch ein bisschen mehr gespielt. Und ich muss auch sagen, ja, so eine Unreal Engine 5 täte dem Spiel richtig gut, aber es macht schon viel aus, wenn man halt mit solchen Lichtverhältnissen spielt. Guck mal, wenn das Licht hier, sagen wir mal, wird wahrscheinlich hier wirklich das Fenster hier sein, dass die Sonnenstrahlen hier einmal reinblenden, das sieht dann schon wesentlich echter aus, wenn wir uns das mal so ein bisschen angucken. Die hat mal kurz ausgeschaltet, das sieht schon wesentlich realistischer aus. Also da können wir uns auf alle Fälle, ich denke mal ab vielleicht nächsten Jahr, 6. Teil, auf die Unreal Engine 5 freuen. Obwohl, eins muss ich auch mal loswerden, das hatte ich auch in einigen Videos gesagt, rund um die Unreal Engine 5, das ist gerade aktuell sehr experimentell. Da kommen neue Versionen, neue Updates und selber die Spieleentwickler müssen gucken, wie das funktioniert. Da ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass man hier auf der alten 4 geblieben ist, weil die läuft halt wenigstens. So, solche Sachen wie Defibrillator, solche Sammelsachen, die haben wir auf den einzelnen Bahnhöfen, ihr kennt es ja. Ja, so viel dazu. Freunde, würde ich mal sagen, springen wir mal rein und danach gucken wir uns mal das erste Trainingsmodul an und dann geht es im nächsten Video weiter mit der nächsten Linie, Trainingsmodul, dann nochmal das nächste Video, Trainingsmodul, beziehungsweise die Streckeneinführung und dann Trainingsmodul und dann gucken wir uns auch schon die ersten Szenarien. Ich würde, glaube ich, wahrscheinlich nur ein Szenario pro Linie nehmen.
So. Nehmen Sie Platz. Der Zug wird in Kürze abfahren. Okidoki. Oh, ich steig mal hier. Warte mal. Einen Augenblick. Ich muss mal kurz gucken. Ah, okay. Ja, da ist die Fahrtrichtung. Fenster, Fenster, Fenster. Das sieht ja ganz nett aus. So. Geh mal ein bisschen weiter nach vorne. Wollte es ja hier mal so ein bisschen geben. Ah, es geht los. Ah, sie fährt. Auf nach Milton. Begann, erstreckt sich über 399 Meilen von London nach Glasgow. Einschließlich der zusätzlichen Linien, die zu anderen Großstädten abzweigen, beläuft sich die Gesamtlänge das der Strecke gut aus, ja. 700 Meilen. Ganz kurz mal, das nervt mich bis heute und das haben Sie leider auch mit übernommen. Warum machen Sie die Stimme nicht lauter? Ich würde ja gerne die Außenansicht haben, aber ich will auch, dass ihr ein bisschen was hört. Wir können natürlich auch dann hier nicht als einzelne Route geplant, so, aber ich finde die Stimme angenehm. Linien zusammengesetzt, die zunächst 1846 die Northwestern Railway bildeten und schließlich 1923 mit der Caledonian Railway zusammengelegt wurden. Die Besitzer der Strecke haben im Laufe der Jahre häufig gewechselt. Dank des Railway Act von 1921, der viele Eisenbahngesellschaften zusammenführte, gehört die Strecke vor allem der London, Midland und Scottish Railway. In den 1950er Jahren wurde die Bahnlinie elektrifiziert und mit neueren Intercity-Diensten mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Meilen pro Stunde ausgestattet, wobei der größte Teil der Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 125 Meilen pro Stunde hat. Bei diesem Zug handelt es sich um einen Class 350-1 Elektrotriebzug, der zwischen 2004 und 2014 hergestellt wurde und zur Desiro-Familie gehört. Ein weiterer Neuzugang auf dieser Strecke ist die Class 377, deren Produktion 2001 begann und die seit 2003 in Betrieb ist. Ja, so viel dazu. Und jetzt, wenn wir gerne wollen, können wir natürlich das erste Trainingsmodul springen. Wir gucken uns das mal an.